Hallo zusammen, ich begrüße Sie hiermit zu einer neuen Folge von Kunst und Kochen. Haben Sie viel Spaß. Hallo liebe Küchengemeinde, heute ist Sonntag, der 7.5.2023 und wie an jedem Sonntag machen wir uns ein sehr, sehr gutes Essen heute. Heute geht es in Richtung Süden, nämlich nach Italien. Wir machen uns heute Involtini. Das wird jetzt wohl nicht jedem etwas sagen. Involtini ist nichts anderes als in Italien Rouladen. Und diese Rouladen machen wir heute aus Putenfleisch, aber auf eine Art und Weise, ich glaube nicht, dass die in irgendeinem Kochbuch steht. Die habe ich jetzt einfach mal frei erfunden. Und dazu brauchen wir jetzt ein paar Putenschnitzelchen, die klopfen wir jetzt dann etwas größer. Dann brauchen wir süßen Senf, dann etwas Bacon, dann Käse und hier haben wir dann noch Tomaten und Zwiebeln. Und da hinten seht ihr vielleicht noch dann die grüne Pfeffer für die Pfeffersoße. Leute, die hier ja schon länger dabei sind, wissen, dass wir unsere braune Grundsoße ja grundsätzlich selber machen. Und da hinten ist sie auch schon aufgetaut in einem kleinen Töpfchen drin und die werden wir dann entsprechend noch abschmecken. Hier machen wir uns dann in den Nudeltopf schöne Spätzle und hier machen wir dann die Involtini in der Pfanne. So, damit fangen wir jetzt an. Und ihr seht, wie schön groß dieses Fleisch jetzt ist, wo tun wir das jetzt hin? Jetzt tun wir das nächste daher.
dann Fruchtplatte rein. Auf. Das sind so Bacon-Abschnitte. Die gibt es auch relativ günstig bei uns bei der Norma. Diesen Involtine sieht kein Mensch, ob die jetzt schön geschnitten sind oder nicht. Jetzt machen wir die Tomaten da runter. Geben die Zwiebeln da schon mal rein. Thank you.
oder hier? Wie mit jeder guten Roulade. Hier und die jetzt einfach zusammen. Und da brauchen wir dann natürlich noch Rouladenspieße. Hört es vielleicht im Hintergrund. Wir haben auch einen Frosch im Teich. Der ist jetzt anscheinend in der Brutzeit. Den Lärm, den ein einzelner Frosch macht, das glaubt kein Mensch. Der Teich ist 20 Meter weg und hört ihn bis hier in die Küche. Laut und deutlich. So, und schon raus. Dann können wir ja unser Fleisch da schon mal reintun. Aufräumen.
schon aus. Und die geben wir jetzt dann gleich hier in die Pfanne. Und nachdem das ja ein hauchdünnes Fugenfleisch ist, ist es auch sehr, sehr schnell fertig. Das Speed. Und dann können wir das Nudelwasser gleich rein tun. Die Nudeln, das Nudelwasser meine ich. Wenn wir die Roulade jetzt von allen vier Seiten dann angetragen haben, dann geben wir die Soße jetzt. Und damit der Koch nicht auch zu viel Flüssigkeit verliert, seht ihr, was in dem Glas drinnen ist. Wieder aufgegangen. So, schon mal den Deckel drauf. Jetzt kann das noch ein bisschen vor sich hin köcheln hier. Ich schalte das Ganze noch auf 2. Und hier haben wir dann 200 Gramm Spätzle. In die
die Soße durch, dann noch ein paar Pfefferkörner rein. Das können wir eigentlich gleich machen. Schönen Schuss von dem Portwein rein. Der gibt dem Ganzen noch eine leichte Süße. So, jetzt müssen wir eigentlich nur noch warten, bis das alles fertig gekocht ist, die Spätzle fertig sind. Die Ingwertine, die brauchen ungefähr genauso lang wie die Spätzle. Und deswegen sehen wir uns dann wieder zum Essen. Ja, liebe Freunde, und so sieht dann dieses Essen fertig auf dem Teller aus. Man beachte auch das Glas mit dem Logo von meinem Freund in Düsseldorf, in Dortmund. Und hier das Einzelbild.